schlecht. Der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ich höre dem Typen gerade mal ein bisschen zu, deswegen entschuldigt, wenn ich da nicht allzu viel sage, aber ich glaube, wir haben den Weiterweg gefunden. Ja, ich freue mich. Och, da wollte ich eigentlich aussteigen, aber das passt schon. Ich glaube, wir sollen eh hier oben raus. Und jetzt kommt nämlich das Testgel, das habe ich nämlich ganz im Portal 2 vermisst. Das hatte ich nämlich schon in den Trailern gesehen, nämlich mit diesem Testgel können wir irgendwie weiter laufen oder weiter springen und so. Grimmskrams, wisst schon, was ich meine. Nehmen mal an, dass da hinten ist der sichere Tod. Gut. Nehmen wir lieber mal den sicheren Weg. Wollte ich das jetzt hingehen schon da oben, ne? Ja. So. So passt es besser. Wenn du dich schneidest und dir aufhörst, kann man nicht durch? Wenn du nach dem nächsten Test zur für die Dauer des nächsten Tests richten wir eine Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Das ist aber freundlich. Ich glaube, ich habe hier gerade so ein paar von dem seinem Zeugs übersprungen, aber das tut ja nichts zur Sache. Die Frage ist nur, wo sollen wir hin? Weil hier kann ich nichts machen. Das ist das Problem, I have. Ich war nur auf diesem Fahrstuhl. Und das war schon die ganze Kunst. Huch, nicht runterfallen, Johannes. Das wäre ein bisschen... ein bisschen unpraktisch wäre das. Wo zum Hänger muss ich denn hin? Wir gehen mal den Weg hier runter. Machen wir es doch einfach mal so. Weil es stellt sich immer noch die Frage, wo ich denn hin muss. Überlebe ich das? Hi! Das war lustig. Ich probiere es aber trotzdem mal. Vielleicht überlebe ich die ganze Geschichte, ja. Ich glaube zwar nicht so richtig dran, aber ich weiß im Moment leider auch nicht, wo wir nur hin sollen. Jetzt ist das Portal wirklich immer noch da. Ist weg? Gut. Überleben wir das? Bombig. Mensch, haben wir gute Schuhe. Klasse. Sind wir irgendeiner blauen Linie gefolgt? Ich weiß ja auch nicht. Da oben kann man jetzt nicht mehr hin, ne? Ist aber blöd. Aber eigentlich müsste das hier ja der Weiterweg sein, oder? Eigentlich müsste der das. Na egal, komm. Laufen wir nochmal zurück. Machen wir es nochmal so. Gehen wir da ein rechtes Portal hin. Laufen dann nochmal durch. Weil wir das ja so gut können. So. Ich habe schon mittlerweile richtig drauf. So, jetzt müssen wir hier bestimmt ein Hebelchen ziehen. Nee, das Hebelchen ist schon unten. So, komm, machen wir mal hier den schnellen Weg. Ich will erzählen, ich kann hier nicht den schnellen Weg gehen. Unverschämtheit. Es müsste ja irgendwie sowas wie eine Abkürzung geben, das ist ja nervig. Einmal den da, einmal den da. So, hier drauf. Crap. Einmal den da, so. Und jetzt den da und... den da. So. Und da sind wir auch schon. Wir folgen jetzt mal den Linien, die er angemerkt hat. Wo gibt es denn hier Linien? Gibt es hier Linien? Hallo, Linien. Hier ist nichts mit Linien. Okay, ich gehe wieder. Ja, das ist der einzige Weg, oder? Ich hab's vollkommen deppert, oder? Nee, sonst haben wir hier keinen Weg. Und hier vielleicht links, rechts? Nee. Nee, okay. Ja, also ist das doch der richtige Weg. Mensch. I'm totally confused. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Hi, na. Kann ich da ein Portal dran schießen? Schade, hätte ja klappen können. Wäre das lustig gewesen. Auf geht's. Ab nach oben. Wir haben wieder eine tolle Fahrt, die aber immerhin schneller geht, als die Treppen zu laufen. Das ist schon mal das Gute da dran. Frag mich nur, wo wir hin sollen. Guck mal, ich springe mal Aufzug. Das soll man eigentlich nicht machen, aber egal. Das fühlt sich irgendwie lustig an. Blop, 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 blop. So, jetzt sind wir hier oben.
Und nur will ich da aber nicht in die Grütze springen. Warte mal, nur. So, so. Das wäre ja für mich der einzig logische Weg, weil sonst sehe ich hier keine Portalwand. Vielleicht können wir da oben drauf gehen. Ist das ein ekelhaftes Gefühl. Sonst das bringt, weiß ich auch noch nicht. So, genau. Das bringt uns rein gar nichts. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlage. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall, wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Ach, das ist ja freundlich. Ich mag den Typen auf jeden Fall. Was leuchtet denn da hinten so? Unser Portal da oben weg, nur. Mensch, hier muss ja irgendwann mal ein Weg gewesen sein, ne? Rein logischerweise, weil das führt ja irgendwo hin. Ich habe schwer da unten diese Stelle im Verdacht. Aber da kommen wir ja nun nicht hin. Das ist ja das Problem, das wir haben. Und da oben kommen wir leider auch nirgendwo hin. So, guck mal, ich kann damit mal. Bevor ich hier weiter Scheiße mache, denke ich lieber mal drüber nach, wie wir hier wieder rauskommen. Nehmen wir mal das Portal dahin, gehen jetzt einmal hier durch. So. Das kann nicht der Ernst sein von denen. Was ist das denn? Ne, das ist definitiv nicht, wo wir hin sollen. Auch nicht, auch nicht. Gelflow. Da kommt das Gel her und das geht irgendwo dahin und dann dahin und dann. Ich weiß ja auch nicht. Das orange Portal haben wir da, genau. I'm a little bit confused where we have to go, because I don't see the way we have to go. That scares me. That scares the shit out of my ass. Oh, komm. Ja. Betrug. Das ist nicht echt. Ja, aber die Frage bleibt, wo wir hingehen sollen. Weil irgendwie. Irgendwo müssen wir ja hin, ne? Ich sag euch, ich bin so verwirrt, ne? Was machen wir denn jetzt? Lass mal wirklich eiskalt überlegen. Das Spiel wird doch halbwegs schwierig vom Schwierigkeitsgrad. Also, wir kamen hierher. Das war auch der einzige Weg, den man nehmen konnte. Sonst gab es keinen Weg. Da drüben haben wir Portalwände. Und wir gehen da einfach mal hin. Und wir machen das einfach mal. Auch wenn ich bezweifle, dass das richtig ist. Okay, es ist falsch. Schön. Schön. Ich freue mich. Erstmal Nase hochziehen. Dann klappt das bestimmt schon viel, viel besser. Aber immerhin haben wir hier oben einen Checkpoint. Das heißt, es muss richtig sein. Gut. Warum ist das Ganze dann hier überzogen mit den Dingern? Gehen wir mal hier hin. Nee. Sicherlich nicht. Nein, ich will nicht noch einen Ladebildschirm. Mensch. Und immer diese grüne stinkende Pampe im Bildschirm. Könnt ihr ausrasten? Oh, jetzt habe ich meinen Finger am Mikrofon angeschlagen. Also am Mikrofonarm. Das war nicht so gut. Wo müssen wir hin? Ich glaube, das kann ja auch nicht der Sinn sein, dass wir da oben irgendwie ganz viele Portale hinschießen, oder? Nee, ich glaube es nicht. Wäre viel zu auffällig, da wären wir jetzt wesentlich einfacher hingekommen. Muss doch irgendwas geben, wo wir vorher von unten nicht hingekommen sind. Ich hab's heute nicht, so kann das sein? Mensch. Was machen wir da?
So, erstmal den wunderschönen Ladebildschirm wieder betrachten, bis er fertig geladen hat. Gibt es hier vielleicht auch irgendwie so eine Speicherfunktion, von wegen, dass das nicht mehr so lange laden muss? Und dann das hinschießen? Nein. Dann ist wieder der Boden. Dann sind Felsen. Also nehme ich an, dass wir da nicht hin sollen. Aber mal ganz ehrlich, guckt euch mal diese Konstruktion hier an. Mitten in den Felsen reingebaut. Was ist denn das? Der Architekt gehört geschlagen. Ja, gut. Ne? Ich frag mich halt immer noch, wo wir hin müssen. Warte. Ich weiß zwar nicht, was das bringen könnte, aber ich habe eine Idee. Warum sollte sonst hier unten eine Lüftung dieses elendtiefe Teil sein? Wir probieren es einfach mal. Warum sollte da unten sonst eine Portalfläche sein? Wir brauchen doch irgendwie die Sprunggeschwindigkeit. Könnte klappen. Es könnte klappen. Ganz ehrlich, es könnte klappen. Mensch, habe ich eine Idee. Habe ich eine Idee. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir da irgendwie richtig springen, ne? Das wäre dann so die nächste Aufgabe. Wo würden wir denn... Hat schon wieder an der Tür geklopft? Ich dachte schon, es hätte wieder an der Tür geklopft. Wo würden wir denn dann rauskommen? Hier unten auch so ein Ding drin. Hier haben wir nicht. Haben wir nicht. Do not fall down the elevator shaft. Ja, aber ich glaube, gerade das ist unsere Aufgabe. Und einfach nochmal das Portal da oben hin. Wir müssten ja eigentlich rein theoretisch da irgendwo landen. Dann probieren es mal. Wir probieren es nochmal. Wir müssen natürlich immer ekelhaft hier die Treppen runterlaufen, weil warum sollte sonst hier unten noch so ein Ausstieg sein? Ganz ehrlich. Macht ja sonst gar keinen Sinn. So. Ja, ja, ja. Sehr schön. Da soll mal einer drauf kommen. Wer kommt denn auf sowas, bitteschön? Ah, und da oben ist der nächste Aufzug. Ah, okay, ich verstehe. Machen wir auf das Ding. Guck mal, wir sind am Felsen. Yay. Pump Station Alpha. Okay, wir sind an der Pump Station Alpha. Mit Telefonen und... Ach, ist das süß gemacht. Steel Pressure Control. Ich habe hier gerade irgendwas in Gang gesetzt, aber... egal, wird schon seinen Sinn gehabt haben. Nun müssen wir da oben hin. Und sonst irgendwo hin? Nein, ich glaube nicht. Wie weiter hoch geht das nämlich nicht. Okay, dann brauchen wir jetzt ganz kurz eine Wand. Hier raus? Nee, Zahlencode. Okay. Machen wir das mal kurz so. Und dann den eleganten Hopser drumherum. Perfekt. Machen wir schon mal hier oben. Jetzt können wir doch bestimmt... Ja, wie praktisch, dass hier gerade das Gitter weggebrochen ist. Da wäre man sonst nie drüber gekommen. Können wir hier drüber nämlich langlaufen? Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. So, jetzt haben wir es doch geschafft, oder? Gott, sieht das schön 60er-Jahre-Look-mäßig aus. Freue ich mich. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, es ist der nächste Ladebildschirm. Freue ich mich. Ladebildschirm auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Erstmal ein Stück Cola. Ich weiß, ich habe eine Vorbildfunktion. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Interessant auf jeden Fall. Wieso gibt man jemanden nur blaue Farbe? Ist egal. Wir schauen einmal. Ah, guck mal, da ist das Gel. Und das wirft einen bestimmt zurück, oder? Ach, guck mal. Ist ja cool. Ist ja cool. Und wenn ich jetzt so mache. Und. Lol. Lol, ist das cool. Lol, das macht ja richtig Spaß. Wir bringen nochmal so ein richtig neues Element in die ganze Geschichte rein. So. Schön. Und nun müssen wir wohin? Darüber. Ich bräuchte erst so ein Knöpfchen da drüben. Okay. Also jumpen wir. Darüber. Ja, 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 doch. Gleich haben wir es. Kannst du mal bitte
Ja genau, das wollte ich mir nicht verändern. Darf ich nämlich nochmal hier durch. So. Jetzt mal mit Speed drüber. Ja. Sehr schön. So, jetzt kommt hier nämlich so ein Würfel raus. Oh Gott, sieht das cool aus. Oh Gott, hier nee. Das sieht echt cool aus. Guckt euch den Würfel an, wie alt er noch aussieht. Wie modisch Aperture dagegen jetzt mittlerweile aussieht, ne? Also, gut ab. Und dann einmal den eleganten Hopsasser hier rüber. Ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. How have you been? Geil, ja, da sind wir tatsächlich irgendwie so in den 60er Jahren angelangt. Die Portal-Sachen sehen übrigens super genial aus. Finde ich super klasse getroffen. Oh ja, ich hoffe, euch hat natürlich der Part gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, da rein. I think we can put our differences behind us. For science, you monster.